auf der Suche nach dem Kick. Jugendliche wollen den Rausch, ausprobieren, was geht, am liebsten legal. Im Internet stoßen sie schnell auf DXM, Dextromethorphan. Ein Arzneistoff enthalten in Hustenblockern, in den typischen Grippemitteln, frei verkäuflich und billig. Wir treffen Anna, sie ist 16. Vor einem Jahr ging sie das erste Mal an den Medikamentenschrank zu Hause. Man fühlt sich dann so, als könnte man fliegen, keine Schwerkraft. Man ist total verwirrt, wenn man über etwas nachdenkt, vergisst man, was das war. Denkt drüber nach, über was man nachgedacht hat und vergisst währenddessen, über was man überhaupt nachdenkt. Es ist ganz kompliziert. Anna gefällt das. Dass ihr dabei kotzübel wird, verdrängt sie. Auch im Netz erscheint DXM zum Lachen harmlos. Viele Jugendliche nehmen es gemeinsam ein, feiern DXM-Partys. Es ist eine Modedroge. Die Gefahr wird unterschätzt. DXM ist als normaler Gebrauch ein Arzneimittel. In dem Moment, wo ich anfange, es täglich zu nehmen und zum Turnen, wird es zum Gift, das Psychosen auslösen kann, das Hirnschäden produzieren kann und zu schwerer Abhängigkeit führen kann, was manchmal auch ein Türöffner für andere Drogen ist. Und das halte ich für ganz besonders problematisch. Auch Anna steigert ihre Dosis schnell. Aus alle paar Wochen wird jede Woche, wird alle paar Tage und immer mehr auf einmal. Spaß hat sie bald keinen mehr. Das ist total heiß, als würde man gleich anfangen zu brennen. Das ist richtig heftig, total unangenehm. Dann kriegt man Durst, will aber irgendwie nichts trinken. Diese Hitze ist total schlimm. Dazu kommt die Angst, dass sie erwischt wird. Anna treibt sich in der Stadt herum, damit ihre Eltern nichts merken. Das DXM holt sie sich aus unterschiedlichen Apotheken. Ich habe da schon drüber nachgedacht. Das kommt komisch, wenn ich da jede Woche 3 Packungen kaufe. In verschiedenen Städten habe ich dann immer das Zeug gekauft. Menschen mit einer bestimmten Enzymschwäche reagieren schon auf kleinste Mengen mit Halluzinationen. Für den Suchtmediziner Dr. Manfred Nowak ist die nötige Konsequenz klar. Ich denke, das sind Mittel, die gehören nicht in den freien Verkauf, die müssen rezeptiert werden. Anna sagt, sie habe genug von DXM. Sie will loskommen von dem gefährlichen Stoff in den frei verkäuflichen Hustenblockern.